Samstag, 8 Minuten nach Mitternacht, 11 Wochen vor Wintermondsturz. Schmidt steigt ein, kratzt sich am Verband, den er am rechten Handgelenk trägt. Das Kratzen bringt keine Linderung, das Jucken hört nicht auf. Ärgerlich. Dabei war er selbst schuld. Bei der letzten Fütterung biss das Biest blitzschnell zu. Er hat ein Abteil für sich allein und hofft, dass das bis Paris so bleiben würde. Nach 2 langen Nächten im Labor, umgeben von quiekenden Mäusen, will er etwas schlafen. Die Medikamente hatten einen bleiern harmonisierenden Effekt. Vom Tunnel verschlungen, schwarz. Dann aber doch auch weiße und rote Punkte, die platzen, um sich in Legionen von pulverig-puffigen Bläschen neu zu formieren. Ausfluss im Überfluss in den Abfluss der Gezeiten. Streng genommen, zu spät gekommen, die Bilder verschwommen. Die ratlosen Matrosen ihrer minimalen Zuständigkeit beraubt. Der Fluch der Besten, das Segel gehen Westen, die Gifte zu testen, die Leichen zu mästen. Unheil. Anzeichen dafür, dass wohl nie mehr das fade Gestade zum Bade lade. Schade, dass Schlemils kelchkehliges Lachen nie mehr seine schrill verschämten Blüten über seinen flüchtigen Schatten wehen lassen würde. Während das lodernde Knacken der Hölzer und der wuchtige Flügelschlag der Monstermotte insgeheim der wachsten Ahnung schürten. 100.000 Monitore machen klar, dass das, was war, war, nunmehr in öliger Tristesse und blässlich wässriger Unordnung in unheimlichen Reimen keimt. Dennoch war es einer der schönsten Tage in der 5. Dekade des 13. Ägylyptums. Schlemil hat den neuen Mut gefasst und die Suche nach seinem Echo wieder aufgenommen. Sein Weg führte ihn direkt an dieser düster modernden Grube vorbei, von der Frank Sinatras My Way transistorkomprimiert plärrend aus dem gelblichen Schwefelnebel aufstieg. Während Hipf das blau-weiß gestreifte und meist wohlgelaunte Dofidul irgendwo dort unten takttreu im Kreis stappte und längst zur Einsicht kam, dass hier und jetzt alle Philosophie, Philologie und Halali zu einem absurd galligen Ende kam. Das sei ja alles nur ein Trick, meinte Mac, nicht sonderlich erbaut darüber, dass er, ohne gefragt worden zu sein, mit einbezogen wurde in dieses grässlich grinsende Finale. Und er ging, als die Sirene zu singen anfing, sofort in Abwehrstellung, indem er seinen massigen gelben Körper zusammenrollte wie eine Galone Safranwurst. War in all dem heillosen Brutzeln am Ende gar ein sinndurchflochtenes Muster zu erkennen? Wobei niemand damals ahnen konnte, dass Mac, Rippy, der viergestaltige Chamäleoid Quoit und all die anderen von der Lillywhite-Schule auch ihren persönlichen Besitz würden opfern bzw. zurücklassen müssen, um das letzte Gefecht in historischer Verantwortung zu einem halbwegs guten Ende zu bringen. Gut im Sinne von endlich. Muss man eine Geschichte glauben, um sie zu lieben? Eigentlich war es wie immer, wenn eine Zeit sich neigt. Die großen Räder hörten auf sich zu drehen, die Schweinereien nahmen Überhand, Mensch und Hund litten um die Wette und alle Farben verblassten, bis auf Gelb. Heldentote und Götterboten trieben ihre derben Späße auf Pferden aus Eis. Mit dem Schwert berechnender Tugend ködernd, gaukelnd, hatten sie weit mehr zu bieten als Wind, Feuer, Blitz, Donner und gelben Regen, um den letzten poetischen Rest von Leben einem letzten wehmütig lächelnden Rest von Ängstlichkeit auszusetzen. Als die Jagd vorbei war, Serft hatte sich keine Viertelstunde Erholung gegönnt, stützte er sich auf seine Flinte, schlief sofort ein, rutschte ab und schlug mit einem dumpfen Krachen auf den bemoosten Küstenfels. Sein Helm konnte den Aufprall nur ungenügend mildern und sein vollmondiges Gesicht verfärbte und verformte sich wie ein Ballon, der Luft verliert. Aus dem Riss in seinem Schädel floss dieses gequälte Gelb Richtung Kraterrand,
darüber hinaus und tropfte nun ebenso provozierend exakt und doch zufällig auf Rippis grünes Haar, das hoffnungslos verfilzt in einer Astgabel verheddert ihn vor dem Absturz ins Gladiatoren-Eldorado von Hungerstadt bewahrte. In der Ferne sang Frank Sinatra zum wiederholten Mal «And now the end is near, and so I face the final curtain. She's still a mystery to me», hauchte der geschäftige Regenmantelmann zischelnd an seiner Pfeife vorbei durch die gelblichen Zähne, während er das Zugabteil betrat und sofort das Fenster öffnete. Und er meinte damit zweifelsfrei die Welt, auch in diesem trostarmen Zustand dieses tolle Treiben erduldend. Paris. Schmidt steigt aus, taumelt ein paar Schritte quer über den Perron, lässt den Koffer fallen, knallt ans Geländer und übergibt sich. Sieht aus wie Erbsensuppe. Eine Spur zu gelb vielleicht.